Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wir haben in der letzten Folge eine ziemlich krasse Flucht hingelegt. Ach du Scheiße. Da ist irgendwas explodiert. Oha. Naja, und wir sollen jetzt unser Versteck erreichen. Denn wir mussten vor den Polizisten fliehen letzte Folge. Und der ruft jetzt die Polizisten. Das ist natürlich nicht gut, die Polizei. Ich mach mal lieber aus. So, und jetzt suchen die uns auch noch. Naja, wir müssen jedenfalls zum Versteck. Denn letzte Folge haben wir Maurice gefunden. Das ist der, der, glaube ich, unsere Nichte, also die Nichte von Aiden Pierce, getötet hat. Das war so ungefähr die Story, die wir bisher mitbekommen haben. Ziemlich interessant auf jeden Fall. Können die mal aufhören? Mich zu suchen. Oh. An alle Einheiten, der CTOS-Scan war ohne Ergebnis. Der ist weg. So, ich steig mal lieber aus hier. Das bringt ja alles nichts. So. Also, wir gehen mal weiter jetzt zu unserem Versteck. Und ich finde das Spiel echt bisher richtig geil. Also macht mir mega Laune. Und ja, was kann man sonst noch erzählen? Ich spiele das ja jetzt gerade, während ich in Costa Rica bin. Das heißt, im Moment bin ich zwar noch in Deutschland, aber es wird über euren Bildschirm laufen, während ich in Costa Rica bin. Denn ich habe das alles vorproduziert. Wir haben im Moment noch 2014 sogar. Und bei euch wird es erst 2015 laufen. Ja, und deswegen, damit eben nichts auf meinem Kanal passiert, während ich im Ausland bin, aber jetzt erstmal hier weiter. Mit der Hauptmission. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Oh Mann. Ja, ich glaube, dem geht's echt nicht so gut mit dem Tod seiner Nichte. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay, jetzt haben wir einen Skillpunkt erhalten. Das ist ja interessant. Und der telefoniert die ganze Zeit mit so einem Bad Boy, der seine Stimme ziemlich stark verzerrt hat. Keine Ahnung, wer das sein soll. So. Ach so. Tore und Garagen. Ja, soll ich, glaube ich, machen, ne? Wie viele Punkte haben wir jetzt noch? 5 Stück. Das heißt, wir können noch ein bisschen was skillen hier. Ach guck mal, hier gibt's noch mehr. Kampf, Hacken, Fahren und Hergestelltes. Wir bleiben aber beim Hacken, das finde ich nämlich ziemlich cool gerade. Ist ja auch der Haupt Spielinhalt. So, Zusatzakku. Mhm. Weiß gar nicht, wofür der Akku gut ist. Wahrscheinlich wird das Handy leer irgendwie oder so. Geldautomaten, Hackboost. Aha. Hochbahnsteuerung. Ach, dann können wir die Bahn anhalten. Das ist ja auch ziemlich geil. Brücken. Oh, da freue ich mich mega drauf. Sieht man ja immer in den Trailern und so, wie der da über die Brücken springt, genau. Und was ist das letzte? Poller. Wo die dann dagegen geteilt. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, das mache ich mal auf jeden Fall. Dann die Brücken will ich auch definitiv machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schon brauchen. Ich guck mal weiter, was wir hier noch so haben.
Ruhiger Arm, verringert den Rückstoß beim Schießen mit den Waffen. Was haben wir hier? Fokus. R drücken, um den Fokus zu aktivieren. Und dann wird die Zeit ein bisschen langsamer. Das ist cool. Okay, dann aktivieren wir das mal. Und jetzt haben wir noch 2 Punkte. Was haben wir hier unten noch? Fahren. Auto öffnen. Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet die Türen. Das akzeptiere ich mal. Und hierbei hergestellt, das können wir bestimmt auch noch ein bisschen was machen. Gemcoms. Und was haben wir hier? Splittergranate. Die ist, glaube ich, ganz cool. Die aktivieren wir auch mal. So, und jetzt geht's weiter hier. Am Ende des 8. Akt 1 haben wir die Mission beendet. Hat mir mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. 100 XP erhalten. Und jetzt soll ich schlafen gehen. Na gut. Wenn Sie sich in Ihren Verstecken... Ach so, ruhen Sie sich in Ihren Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt. Und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Missionen nicht verfügbar. Na gut, dann benutzen wir mal hier das Bett. Zeit einstellen, den Wecker. Ach so. Ja, 7 Uhr ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, ne? Für den Aiden Pierce. Lena Pierce. So, ist sie also gestorben. Ein Albtraum. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Ja, und dieser Mord macht ihm ja ziemlich zu schaffen. Wie wir schon festgestellt haben. Deswegen hat er ja Maurice aufgesucht und so. Eine Garderobe haben wir auch. Na, wir belassen aber erstmal gerade so, wie wir sind. Und wir sollen jetzt das Hotelzimmer, Motelzimmer verlassen. Das mache ich mal. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkungen. Und die können sich nicht verstecken. So. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Aha. Das hört sich ja interessant an. So, können wir schon hacken. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Bitte leg nicht wieder auf. Ich wollte dir doch nur helfen. Warum rufst du sie nie zurück? Weil ich mir dann nochmal denselben Scheiß anhören muss wie von dir. Hör dich an, wie du keuchst und schnaufst. Entspann dich. Oder nicht, ist mir scheißegal. War schwer, clean zu werden. Also stoß deine Familie nicht weg. Du bist doch noch clean, oder? Okay. Jetzt können wir das nochmal hacken. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Jetzt haben wir einen Systemschlüssel erhalten. Erkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf okay. Persönliche Daten. Ja, das ist schon ziemlich krass, was hier abgeht, wegen einem so einem System. Du weißt genau, was sie machen. Sie kommt da rein, streckt wird hier alles über den Haufen geschmissen. Und beschwert sich ständig über irgendwas. Aber sie ist süß. Okay, ich warte. Aber er ist okay. Nicht mal das. Okay, Daphne, du weißt, dass du Single bist. Du musst versuchen, ob da was geht. Oh, da ist aber jemand sauer. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun.
Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Da hinten ist was. Markiert auf der Karte. Und da hinten scheint die Sonne durch. Das sieht ziemlich cool aus. Dann gehen wir da mal hin, ne? Wir sollen jetzt hier einen potenziellen Tatort erkunden. Er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Okay. Verbrechenserkennung. Wenn das CTOS ein potenzielles Verbrechen erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet. Benutzen Sie den Profiler, um potenzielle Verbrecher oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Na gut, dann machen wir das mal. Schätze, das ist es. Was muss die Frau sein, die der Typ verfolgt? Hoppla. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Okay. Ich gehe mal hier in Deckung. Hast du das gesehen? Hey! Wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Oh Gott, das Opfer. Es ist aus. Du wirst nicht gewaltig. Ich bin nicht fertig. Immer weiter an und jetzt müssen wir eindrücken. Oh, jetzt haben wir sie getötet. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, lebt sie noch? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war natürlich so nicht geplant. Aber ihn werden wir noch erwischen. Pass auf, der hat eine Kanone. Ja, die Waffe tun wir wieder wegstecken. Der Typ ist gefährlich, der wollte ihr was tun. Jetzt habe ich aus Versehen sie angeschossen. Das wollte ich natürlich nicht. Oh Mann, oh Mann. Okay. Der Abstand verringert sich. Komm schon. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Schneller, Aiden, schneller. So. Der wäre eliminiert. So ein Scheiß. Jetzt sind beide tot. Damit habe ich keinem geholfen. Das geht besser. Oh, das müssen wir nochmal machen, weil jetzt beide gestorben sind. Verdammt, eine Leiche! Aber wir haben trotzdem neue Fähigkeiten. Da gucke ich doch mal rein. Einen Skillpunkt haben wir jetzt. Können wir hier beim Hacken nochmal gucken. Dann komm, aktivieren wir das mal. Das finde ich nämlich auch ganz cool. Einfach so in den Bahn reinspringen und dann alles hacken und so. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Und jetzt sollen wir ein weiteres Verbrechen erkennen, weil das jetzt nicht so gut war. Müssen wir nochmal den Profiler aktivieren. Ach nee. Doch nicht, oder Nicky, was? Hey, ich weiß. Die Party läuft schon. Ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Scheck. Okay, Auto auf Abruf. Wie man sich Fahrzeuge liefern lässt. Öffnen Sie Ihr Smartphone, wählen Sie die App Auto auf Abruf, schalten Sie Fahrzeuge frei, indem Sie sie fahren oder Zivilisten hacken, kaufen Sie Fahrzeuge direkt in der Auto auf Abruf App. Während laufender Mission steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Na gut, so können wir ein Auto jetzt theoretisch uns bestellen, machen wir aber mal nicht, glaube ich. Weiß ja nicht, wie weit das weg ist, aber ich glaube, das ist relativ nah. Könnte ich mir vorstellen. Machen wir aber bestimmt auch noch. Ich laufe da jetzt mal gerade hin, dann kann ich auch noch ein bisschen labern. Denn wie gesagt, bin ich ja gerade, während das hier veröffentlicht wird, genau, bin ich ja in Costa Rica, mache da mein Auslandsjahr.
Vielleicht wissen das manche schon, vielleicht auch nicht. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool und deswegen produziere ich das alles hier vor. Und... ja, Entschuldigung. Und deswegen, wir haben sogar gerade noch Oktober. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Oktober 2014 haben wir gerade. Während ich dieses Spiel hier aufnehme. So, die Pörder könnten wir jetzt auch aktivieren hier. Haben wir freigeschaltet. Ziemlich cool. Na gut, ist doch ein bisschen weiter als ich dachte. Ich guck mal gerade auf die Karte. Da ist unser Versteck und hier oben ist das erst. Ein ganzes Stückchen. Na gut, dann gehen wir doch mal hier. Unser Handy. Auto auf Abruf. So, jetzt können wir hier so eins uns bestellen. Schwere Autos. Sportwagen. Ist ja auch ziemlich cool bestimmt. Da sind auch bestimmt coole Autos dabei. Truck. Naja. Budget. Okay, nichts freigeschaltet. Auf Leistung. Leistungswagen haben wir auch nichts freigeschaltet. Motorrad. Da können wir uns aber eins holen. Und das finde ich auch ziemlich cool. Kodachi. Wie viel kostet das denn? 512? Oder ist das das, was wir haben? Japanischer Import mit klassischem Design. Deine Schaukel ist fertig. Voll getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. Okay. Dann holen wir uns das Ding mal. Ziemlich cool. Haben wir schon unser erstes Motorrad. Boah, das Ding geht ja richtig ab. Oh, Wheelie. Ach du Scheiße, okay. Also, weiter geht's. Einmal schnell nach da hinten. Einmal die Ampeln hacken, warum auch immer. So, jetzt hätten wir einen Auftrag, aber das brauchen wir natürlich nicht. Oh. Entschuldigung. Das war nicht geplant. Oh. Wir müssen das Tor hacken. Und dann können wir hier durchfahren, durch dieses kleine Dörfchen. Durch diesen kleinen Stadtteil. Und ich schaue mal gerade auf meine Uhr. Na, ein bisschen haben wir noch. Aber nur ein bisschen. So, ach so, da muss ich noch raus. Na gut, dann steige ich mal... Oh, Entschuldigung. Ich steige mal hier ab jetzt. Was ist denn mit der los? Scientologen, na das ist ja kein Wunder. Na gut, der große Bruder heißt die Mission. Und ich glaube, da die letzte Folge ein bisschen länger war und ich leider nicht so viel Zeit habe, beende ich diese Folge etwas vorzeitig. Das nehmt ihr mir hoffentlich nicht übel. Und ich glaube, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Das war ja mal wieder eine coole Folge von Let's Play Watch Dogs. Ich hoffe immer noch, dass es euch gefällt. Das könnt ihr mir auch gerne anhand eines Daumen hoch oder Daumen runter zeigen. Oder es mir auch, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.